kurz und fündig lesen. Hast du dir schon einmal Gedanken über dieses Wort gemacht? So ein banales Wort. Eigentlich weiß man doch, was das bedeutet, oder? Gut. Aber was genau hat Lesen mit Urlesen, etwas vom Boden auflesen oder auch mit der Weinlese zu tun, ne? Gubst du. Was ist die Etymologie des Verbs lesen? Das Verb lesen stammt aus dem althochdeutschen Wort lesern, das wiederum vom germanischen Wort lesern abgeleitet ist. Es hat eine indogermanische Wurzel, les, les mit der Bedeutung sammeln, auswählen oder lesen. Ursprünglich hatte das Verb lesen also eine breitere Bedeutung, die sich im Laufe der Zeit auf das Lesen von Texten spezialisiert hat. So weit, so gut. Was ist die Denotation von Lesen? Die Denotation des Verbs Lesen ist das Erfassen und Verstehen von geschriebenen oder gedruckten Zeichen, Wörtern und Texten durch visuelle Wahrnehmung und kognitive Verarbeitung. Soweit das Formelle. Okay, und jetzt die 1-Million-Euro-Frage. Was ist da die Verbindung zur Urlesen, Blätter auflesen und Weinlese? Die Verbindung zu Urlesen, Blätter auflesen und Weinlese liegt in der ursprünglichen Bedeutung des Wortes lesen, die sammeln, auswählen oder lesen umfasste. Urlesen, hier wird die Verbindung zum Sammeln oder Auswählen von Informationen von einer Uhr hergestellt, indem man die Zeit abliest oder interpretiert. Blätter auflesen. Dies bezieht sich auf das Sammeln oder Aufsammeln von Blättern, was im weitesten Sinne das Sammeln von Informationen oder Gegenständen entspricht. Weinlesen. In diesem Fall geht es um das Sammeln oder Auswählen von Trauben während der Weinlese, was dem ursprünglichen Verständnis von Lesen als Sammeln entspricht. Auf meinem YouTube-Kanal Weisheiten zum Mitnehmen gibt es noch mehr nützliche Weisheiten. Bis sofort auf meinem Kanal.